Hi. Willkommen zurück auf unserem Kanal, auf eurem Kanal, auf eurem Lieblingskanal. Oh Gott, meine Haare, ich muss heute unbedingt duschen. Ja, ich war heute endlich oben am Mast und hab ihn endlich angefangen zu lackieren. Übrigens nicht wundern, wir haben kein Öl mehr. Die Heizung ist dementsprechend, also der Kachel ist dementsprechend aus. Dementsprechend muss ich hier so einen Mini-Heizlüfter nehmen mit. Ich guck mal gerade. 1500 Watt. 1500 Watt. Aus der Steinzeit. Ja, ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen was und gebe euch mal ein paar neue Infos. Denn wir haben jetzt einen Telegram-Kanal. Dort befinden sich Videos, die ich nicht auf YouTube posten werde. Und dort geht es dann auch ein bisschen mehr ums Privatere. Werdet dann schon sehen, worum es geht. Der Kanalname ist ganz einfach, den blende ich euch mal hier ein. Und würde mich freuen, wenn ihr dazukommt. Dort wird dann ab und an mal was kommen. Ihr könnt nicht schreiben. Das habe ich direkt deaktiviert, außer die Admins. In dem Fall auch hier meine Mods, meine zwei. Das sind wir drei, sind die einzigen, die hier schreiben. Wenn ich rausgefunden habe, wie und ob das funktioniert, dass ihr meine Videos kommentieren könnt, sozusagen, auf Telegram, dann bin ich doch gerne gewillt, das so einzustellen. Ja, meine Haare sehen etwas komisch aus, etwas fettig, etwas ölig. Deswegen sagte ich hier, oh Gott, meine Haare, weil ich war heute, wie gesagt, oben auf dem Mast. Erstmal hat meine Höhenangst voll mich geflasht. Das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Das ist mir zum zweiten Mal in meinem Leben passiert, dass es mich da oben so gepackt hat, dass ich nicht loslassen konnte, aber ich musste einen alle Hände weg machen, weil da hing der Eimer. Da hing mein Eimer. Da drin war eine Dose mit Hartölwachs. Hartwachsöl. So rum. Und ich brauche dann die zweite Hand noch dazu, um mich irgendwo festzuhalten, und am Mast geht nicht wirklich, weil überall Öl ist, und wenn ich, sobald ich loslasse, schwinge ich wie so ein riesen Pendel rum, weil der Mast an dem Schiff, grundsätzlich übrigens, soweit ich weiß, der Mast an dem Schiff nicht 90 Grad zum Schiff ist, sondern der Mast, der geht übertrieben so. Ja, das ist jetzt übertrieben. Also, wenn das hier ungefähr 90 Grad sind, dann geht der so. So. Ja. Oh Gott, aber ich bin dann zum zweiten Mal hochgegangen, ich habe mich runtergelassen einmal und dann habe ich eine Lösung gefunden, wie ich das fixen kann. Ich habe mir dann hier an meiner Hose so ein Tau durchgezogen, habe das um den Mast gemacht, habe das gefixt und so konnte ich nicht hin und her schleudern und war immer gesichert, und so ging das auch mit meiner Höhenangst. Wieder einmal die Ängste überwunden. Hat auch Robert gesagt, er ist sehr stolz auf mich gewesen, dass ich da nochmal hochgegangen bin, weil ich kam runter, er so, hast du den Geist gesehen? Geht's dir gut? Ich war halt echt, ich hatte Pipi in den Augen, weil ich so unter Adrenalin stand, ich habe richtig gezittert. Ja, aber ich habe es trotzdem getan. Und darauf kommt es am Ende an. Und darauf muss ich echt sagen, bin ich ein wenig stolz auf mich. Habe ich mir auch dann, nachdem ich fertig war, erstmal selber auf die Schulter geklopft. Zurecht. Weil heute ist auch ein relativ windiger Tag.
Und das Wasser hier, das lässt das Schiff ein bisschen ziemlich schaukeln. Und je höher du bist, desto mehr merkst du, wie sehr das Schiff ja schaukelt. Ist ja normal. Oben ist es immer an der Spitze am stärksten als unten. So. Ja, des Weiteren wollte ich nochmal Bezug nehmen auf meine Livestreams. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich habe mir auch das Video nicht mehr nochmal angeguckt, weil ich gleich noch ein Video für Telegram mache. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fuck. Ja, das lasse ich drin, das schneide ich nicht raus. Ja, ich überlege. Nö. Ich habe eigentlich so ziemlich alles erzählt. Ach ja, genau, Streamtermine. Da weiß ich jetzt nämlich nicht, ob ich das im letzten Video gesagt habe. Because, samstags ist angesetzt zwischen 18 und 20 Uhr. Das kann ich aber nicht immer versprechen. Das kommt ganz drauf an, wo ich hier gerade bin, in welchem Hafen, ob ich WLAN habe oder nicht. Ja, ob hier gerade, ob ich noch bei N bin zum Beispiel, weil ich bin meistens noch bis, eigentlich eher so 20.30 Uhr. Maybe. Halten wir uns fest, 18 bis 20.30 Uhr. Das sind 2,5 Stunden Differenz. Aber das auf jeden Fall samstags. Und unter der Woche dachte ich mir einfach zum Bergfest. Das ist der Mittwoch, das ist mitten in der Woche. Und da abends definitiv, vielleicht auch tagsüber noch, je nachdem wie ich lustig bin. Also da variiert die Uhrzeit tatsächlich davon, wie viel wir ja gerade an Deck arbeiten und was, ja, wie meine, ob ich Bock habe, wie meine Stimmung ist. Was zur Hölle? Naja, in diesem Sinne, Freunde, macht's gut und stay high und willkommen bei mir auf Telegram.